Ja, Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen... Oh mein Gott. Ja, Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wurde von Coco Kebab angeschrieben und zwar haben die mich eingeladen und gesagt, ey, yo, hast du nicht mal Bock, Trakya-Köfte zu testen? Das sagt vielleicht für viele Leute nicht, dieses Trakya. Aber eins weiß ich, Köfte ist euch ein Begriff. Deswegen werden wir hier Coco Kebab testen. Schmecken wohl einzigartig. Bin sehr, sehr gespannt. Bin auch eine halbe Stunde spät dran, muss ich dazu sagen. Ich habe den Weg vom Bahnhof hierher etwas unterschätzt. Ich lasse nicht länger warten. Lass mal direkt reingehen. Let's go. Hallo, wer bist du? Momo. Ach, du bist Mohamed Abi? Ich bin Mohamed Abi. Ah, okay. Ist okay, wenn man dich sehen darf im Video? Ja, kann ich. Okay, wenn du willst, können wir direkt reingehen. Jetzt ist die Sonne draußen, ne? Vor 10 Minuten war Regen. Ich habe gesagt zu Bilal, wir schulden vor Banabab, ne? Weil zu viel Regen war, deswegen. Ja, ich dachte, also ich habe den Weg unterschätzt. Ich bin jetzt spät dran, sorry dafür. Ich dachte so mal eben 15 Minuten vom Bahnhof, aber das ist ja eine halbe Stunde mindestens. Okay, lass reingehen, let's go. Chef hat gesagt, ich muss Trakya-Köfte testen. Ihr macht die besten? Köfte-Tasche oder Köfte-Tasche? Ich weiß nicht, was wollt ihr mir zeigen am besten? Ich mache dir schön Köfte-Teller und eine Cheesy-Sujuk. Oh. Cheesy? Hört sich gut an, ja? Ja. Hier, das ist Cheesy-Sujuk. Das sieht auch sehr. Ja, okay, mach so, ja. Komm mal. Aber mach so, wie wenn ein anderer kommt, privat und bestellen würde. Kann man? Ja, eine extra Verlangen, Ed Kohlmein. Kann man? Normale Portion so. Kein Ding zu. Das ist sowieso kommt in jeder Portion 6 Stück. Kann man, okay. Ja, dann machen wir das so. Das sind Cheesy Sujuk und Trakya-Köfte. Das ist Lamm. Lamm? Lamm. Da? Das ist Spezialität, habe ich noch nie gesehen. Wir sind Brasil, sagt in der Schee. Kokaretsch? Kokaretsch. Döner so ist der Video. Und das ist dann auch so mit Sandwich-mäßig oder wie ist das? Ja, so. Ah, okay. Okay, das ist das Brot und da kommt das dann halt quasi rein. Genau, das kommt rein und mit dem Gewürze. Ja. Okay. Und Beilage hier kommt. Ja. Okay. Ja, habe ich noch nie gesehen. Wow. Ja. Ich kenne Char-Kebab, kenne ich, war ich letztens auch. Das ist anders, das ist Döner. Das ist aber was anderes, genau, das Döner. Aber so rein Darm, von welchem Tier ist das? Lamm. Vom Lamm? Lamm, ja. Ah, interessant. Ach, das ist das? Ach, Lamm mit Sujuk? Ja. Okay, krass. Und dann mit Käse einfach? Ja, nice. Neu vom Lammdarm, dass man das auch bestellen kann. Ich glaube, mein Essen ist ready. Okay, das sieht schon mal sehr nice aus. Das auch immer vorbereitet, ne, ja, für die Kunden. Also kein extra. Genauso. Nicht extra und nicht weniger. Ja, das heißt jetzt Cheesy. Das heißt Cheesy Sujuk im Lamm. Also. Cheesy Sujuk, okay. Ja, besten Dank. Okay, hier haben wir den Sujuk Cheesy. Sehr, sehr interessant finde ich vor allem, dass das in Lammhandel eingerollt wird. Also ich bin ja ein Feinschmecker, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Bin sehr, sehr gespannt. Dazu noch so eine Soße, so ein Dip. Köfte kommt. Was ist das für eine Soße? Das ist Kräutersoße. Kräuter, ne? Das ist Köfte. Köfteteller, ne? Boah. Das kommen mit 6 Stück. Ja. Entweder Reis oder Wurst und Salat halt so dazu. Ja. Und das ist was Tomatensoße. Okay, ja, bin sehr gespannt, sieht sehr gut aus. Außer wenn man halt andere Soße will, wir haben schon. Ja, aber das ist so klassisch. 12 Soßen haben wir, aber das ist klassisch. Klassisch, ja, oder? Mit Tomatensoße. Vielen Dank, besten Dank. Und das kommt auch immer klassisch mit Kräutern, weil es schmeckt auch am besten. Ja, bin sehr gespannt, sieht lecker aus. Oder willst du ein paar andere Soßen haben? Mohamed Abi, ich bin glücklich. Hm? Ich bin glücklich. Ja, wirklich. Danke. Danke. Was ist denn das jetzt? Ja, und das ist Cocktail. Das ist, ja, das okay. Muss zum Probieren. Bitte. Danke. Ah, okay, jetzt glänzt er aber hier. Und dann noch scharfe Soße dazu gegeben zum Probieren. Ja, ich muss die Kamera etwas tief halten, weil man das Essen dann sehen kann. Noch eine Kräutersoße. Das musst du probieren, weil das ist unsere hausgemachte Eier. Mit was kommst du noch? Okay, dann tu das weg, dann ist das umsonst. Ja? Dann brauchst du das nicht, ja. Das ist, macht ihr selber? Genau. Eigenmarke? Eigene Marke. Jeden Tag machen wir das für dich. Hausgemachte Eier dann? Coco Kebab.
Womit kommt er jetzt noch? Kommt er gleich mit einem fliegenden Wagen? Cheesy Sucuk in Lamanchu. Mit der Kräutersoße. Kann mir irgendeiner mal verraten, warum wir sowas nicht in Osnabrück haben? Sucuk ist ja nichts Unbekanntes, ne? Kennen wir alle. Lamanchu kennen wir auch alle. Käse auch. Aber diese Kombination Sucuk in Lamanchu und eingerollt mit Käse, das ist so dieser Dip hier. Unschlagbar. Und das passt ja auch, das ist ja auch stimmig von ihm. Mal die andere Soße. Ich glaube, das ist die scharfe. Ja, jetzt kommt gleich die Schärfe. Aber für mich jetzt nicht scharf. Ich tausche jetzt die Teller, weil dieses Lamanchu und Sucuk Cheesy Dürüm, den kann ich auch einpacken lassen, ne? Aber den Teller will ich gerne frisch essen. Gericht Nummer 2. Trakya, Hüfte, Teller mit Reis, gemischten Salat dazu und so eine Schale, Tomatensauce. Fühlt sich an wie Heimat, sag ich euch ganz ehrlich. Das macht mich echt sauer, ne? Warum haben wir sowas nicht in Osnabrück? Ich verstehe das nicht. Man sagt ja immer, das Auge isst mit. Ne? Und das sieht von der Optik her, sieht das auch sehr nice aus. Du hast Reis, oben drauf das Fleisch geschichtet, eine Tomate und gegrillte, sag schnell, Peperoni ist auch mit dabei, gemischten Salat. So, jetzt kommt ein Geheimtipp von Omodi. Er nimmt die Tomate, kann die Schale abmachen und stampft sie so klein. Und dann mit dem Reis vermischen. An der Stelle könnt ihr gerne ein Like da lassen auf das Video, Leute, wenn euch das gefällt. Gerne auch mal kommentieren, also irgendwelche Empfehlungen raushauen und auch mal ein kostenloses Abo da lassen. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Mittwoch und Sonntag gibt es immer neue Videos auf YouTube. Also die Tomatensauce zu dem Fleisch ist auf jeden Fall Game Changer. Hausgemacht Eider. Junge. Also das ist Champions League. Das ist Champions League, mein Freund. Besten Dank. Ist das auch irgendwas Besonderes? Nein. Okay. Es kommt sogar mit jeder Kneppe, muss man nicht extra bestellen. Ja, kommt immer automatisch, ne? Genau so. Ich zeige euch, wie man das isst, okay? Also das Dessert, Kneppe, kennen die meisten wahrscheinlich auch schon. Ich werde nach Hause rollen, ich sage euch ganz ehrlich. Ich werde nach Hause rollen. Schön mit Eis. Der eine oder andere wird mir das nicht glauben, aber ich habe das auch schon mal zu Hause selber gemacht. Da brauchst du sehr, sehr viel Käse. Glaubt man gar nicht so. Ich mach so wie Christian Drach. Ey, Digga, ich kann einfach nicht mehr. So, hinten ist ein bisschen gut. Wollen wir ein bisschen kurz quatschen hinten? Oder? Und weißt du, was ich hier feiert direkt? Ich habe die Karte nochmal angeguckt. Ihr habt viele unterschiedliche Sachen, aber ihr bietet dann immer nur ein, zwei Sachen von denen an. Weißt du, was ich meine? Ja. Nicht irgendwie Döner mit 20 verschiedenen Arten, sondern vielleicht einmal Döner und dann gibst du auch Currywurst Pommes habt ihr hier. Wie kommt das? Gibt's Bratwurst Pommes, Currywurst Pommes. Wie kommt das so, dass ihr auch Currywurst Pommes so? Sind hier viele Arbeiter, die so mittags kommen oder? Gibt sehr viele, ja. Früher hatten wir noch mehr Auswahl. Ja. Früher hatten wir noch Tagesmenü auch. Ja. Wir haben immer verschiedenes Essen gemacht, ne, zu Tagesmenü. Aber jetzt haben wir nicht mehr gemacht, weil haben wir ja viele Sachen. Viele Kokoreç haben wir. Das ist auch kannte ich auch nicht. Türkisches. Ja. Ist auch so eine Spezialität, ne? Ja, Köfte auch zum Beispiel. Ja. Currywurst, Bratwurst und andere Sachen. Mantel zum Beispiel haben wir macht auch. Macht ihr auch? Ja. Machen wir auch. Aber Trakya-Köfte, wow. Also von dem Fleisch, ist das 100% Rind, das oder? Rind, ja. Hellala auch alles, oder? Ja. Dönerfleisch, Kalb, das ist auch Scheibenfleisch. Ja. Und die Köftefleisch ist auch beide Rind, also 100%. Weißt du, von welchem Teil vom Tier das ist? Boah, ich weiß, ich hab nie geguckt, das okay, Rind. Ja, das wäre also wirklich top, hat mir gut gefallen. Und dieser Sucuk-Set wird da cheesy. Ja. Auch nächstes Mal probierst du Kukareç. Das weiß kommt so nicht, im Brot. Ja. Viele feiern das, viele feiern das, ja, viele feiern das auch nicht, aber ja. Wir haben sehr viele deutsche Kunden, die das essen und immer. Ne? Weil das kommt im Brot mit Gewürze, das schmeckt auch brutal. Das ist das, was ich meine. Die bieten wirklich viele Facetten an, also viele unterschiedliche Gerichte. Da kannst du auch kommen und Pommes und Currywurst hier essen zum Beispiel. Oder auch Döner oder solche Sachen wie Kukareç.
als Sandwich oder Sujuk. Aber dann halt nicht irgendwie die Karte vollgeballert mit 200 Gerichten, sondern immer nur zwei, drei Gerichte von dem und von dem. Und das feiere ich, das fühle ich einfach. Weil wenn du zu viele Gerichte auf der Karte hast, dann machst du das nicht perfekt alles. Oder kannst doch niemals dich auf 200 Gerichte fokussieren, ne? Ja. Du kannst niemals dein Frühstück. Ich habe auch immer das Problem, kommen manche Kunden, guckt er die Karte, alles das will ich, das will ich. Ja. Und dann sagt er, ja, mach mir in einen Teller ein bisschen davon. Ja? Viele Sachen kann ich machen. Zum Beispiel kann ich ein bisschen den Grill. Ich habe auch, weil Taukschisch, ja. Rindschwanzfilet, das haben wir auch. Man kann ja ein bisschen mischen, zum Beispiel bei Grill, ein bisschen zwei, drei Stück Köfte. Kann man das hier so bestellen? Ein bisschen kann man schon mischen, ja. Okay. Also, weil viele Leute wollen von alles haben und wie soll ich? Ich kann ja das alles nicht an einen Teller machen. Ja. Deswegen kann man, manchmal mischen wir das ein bisschen. Wie lange gibt es euch hier schon? Das ist schon 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Auch mal woanders gewesen oder hier in Bielefeld eröffnet? Nein, nur in Bielefeld. Du hast ja auch vorhin erwähnt, so, dass ihr vielleicht überlegt, ihr habt Angebote, vielleicht woanders hinzugehen. Auf jeden Fall, das ist alles ist geplant, aber... Darfst du schon was verraten? Eigentlich nicht, nein. Okay, dann mach lieber nichts. Nein. Danach nicht, alles gut. Kommt aber bald, sehr bald auf unserer Instagram-Seite. Ich hoffe, Osnabrück. Sowas Einzigartiges, finde ich, gehört einfach auch in Osnabrück. Ist einfach so. Hier Eidern zum Beispiel macht ihr selber, Fleisch, habt ihr eine Fleischerei auch selber oder? Haben wir Fleischerei, ja. Eiern machen wir auch selber. Eiern wird auch hier in der Küche gemacht. Etiketten auch. Also ganze Etiketten, ganze Eiern, alles wird hier vorbereitet. Jeden Tag, jeden Morgen. Jetzt hat ja der Chef abgesagt wegen gesundheitlichen Problemen, der hat ein bisschen Rückenprobleme. Morgen. Du bist Ansprechpartner, wenn was ist. Oder? Ja. Ja, hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Ich will es auch nicht länger aufhalten, mein Arm stirbt auch hier gerade ab. Aber das, was du probierst hast, das war nur 10% von unserem Essen. Das hast du nicht alles probiert. Noch. Da ist noch Milchreis, da ist noch Baklava, da ist noch Halka, da ist andere verschiedene Sachen. Oder ich würde sagen, gehst du eine Runde joggen, kommst du wieder. Ich muss aber morgen extra Sport machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, bin ja. Voll. Danke für die Einladung. Immer gerne. Und war wirklich sehr, sehr coole Erfahrung, wie immer. Auch, dass du die Zeit hast, hier mit mir zu reden, das macht auch nicht jeder. Die meisten sagen immer hier, ess und dann geh schnell so. Aber dass du da nochmal die Zeit nimmst, mit mir ein bisschen zu quatschen, ist auch immer interessant für die Zuschauer, so weißt du. Man muss ja sagen, was wir haben, was wir nicht haben. Das ist richtig, stimmt. Besten Dank. Danke auch. Kommen wir nun zum Fazit. Ich mache das Fazit jetzt hier eben ganz schnell auf die Welle. Habe jetzt die Kamera hier auf so einen Stromkasten gelegt. Also getestet habe ich Koko Kebab hier in Bielefeld, Vorwerk 33. Ja, die haben mich ja eingeladen, dass ich unbedingt mal Trakia-Köfter testen soll. Hat mich wirklich positiv überrascht. Allein von dem Geschmack her, von dem Fleisch her, hast du schon gemerkt, dass er so qualitativ sehr hochwertig ist. 100% Rindfleisch. Was sie noch special gemacht haben, war tatsächlich so ein Sujuk Cheesy Rollo, nenne ich das mal. Also eine Kombination aus Sujuk, aus Lahmacun. Also in Lahmacun Sujuk gerollt mit Käse. Top, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Trakya Köfte ist eine Spezialität aus der Türkei. Kenne ich so, ehrlich gesagt, aus Osnabrück nicht. Also es wird nicht so beworben wie hier jetzt. Mag sein, dass da vielleicht der eine oder andere sowas auf der Karte anbietet, aber es gibt niemanden aus Osnabrück, soweit ich weiß, der Trakya Köfte anbietet. Und ich war wirklich positiv überrascht. Allein von dem Gewürz, also wie das Fleisch gewürzt ist, du merkst doch, dass da Qualität hintersteckt. Ne? 100% Rindfleisch, alles heller. Und diesen Trakya Köfte, ich habe so einen Teller bekommen mit Salat, gemischten Salat drauf. Mit Reis. Also ich würde das nicht mit Pommes essen, das sage ich euch. Ne? Wenn ihr das bestellt, vertraut mir, isst den mit Reis. Schmeckt viel, viel besser, dieses Köfte mit Reis. Positiv überrascht, bin auch mega voll. Ich muss auf jeden Fall eine extra Sporteinheit morgen hinlegen. Weil er hat mir dann noch am Ende Künefer gebracht mit einer Kugel Eis. Die Wolken sagen nichts Gutes, Leute. Ich habe noch einen Marsch bis zum Bahnhof. Den nutzen wir, um etwas hier Fett zu verbrennen. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es könnte jeden Moment anfangen zu regnen. Deswegen sage ich, like das Video, Leute. Lasst ein kostenloses Abo da. Das war's an der Stelle. Verabschiede mich von Bielefeld. Vorwerk 33, Koko Kebab. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Auch in meiner Beschreibung habt ihr dann einen Link zu dem Laden. Checkt es ab, wenn ihr hier seid. Es lohnt sich. Also die Fahrt jetzt von Osnabrück nach Bielefeld, sage ich euch ganz ehrlich, hat sich gelohnt. Und wenn ich Auto hätte, würde ich öfters herkommen. Bin ich euch ganz ehrlich. Wenn man in der Nähe ist, kann man auf jeden Fall hierher kommen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Dicker, Kuss geht raus. Ciao.